Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandido TV. Heute Einbruch in der Polizeistation. Viel Spaß. Oh, heute gibt es wieder wirklich viele Fälle. Aber die Jungs haben das gut im Griff. Hallo Bea, da bin ich wieder. Hallo Toni, war die Streife erfolgreich? Natürlich, wie immer. Jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause und dann geht es mit dem Papierkram weiter. Alles klar, hier läuft auch alles super. Falls noch ein dringender Einsatz reinkommt, sag ich dir Bescheid. Jo, perfekt. Danke, Bea. Bis später dann. Bis später, Toni. Ja, warum war denn die Tür zu meinem Büro offen? Ich bin mir sicher, ich habe sie zugemacht. Naja, egal. Gleich geht es weiter mit den Akten, aber erstmal mache ich mir eine leckere Tasse Kaffee für die Pause. So, Moment mal. Wo ist meine Tasse schon wieder hin? Ich bin mir ganz sicher, ich habe sie hier hingestellt. Vielleicht habe ich sie aus Versehen hier unten reingepackt? Mal schauen. Nein. Keine Tasse zu sehen. Ah, wo könnte sie denn sein? Das letzte Mal, als sie verschwunden war... Ach ja, da hat Officer Weasley sie kaputt gemacht. Oh nein, hoffentlich ist das nicht schon wieder passiert. Ist er vielleicht gerade auf Streife? Nein, er müsste in seinem Büro sein. Wenn er die schon wieder kaputt gemacht hat, ohne mir was zu sagen, kann er was erleben. Officer Weasley, kann ich dich kurz sprechen? Hallo Toni, ja natürlich. Was gibt es denn? Nun ja, ich bin gerade von der Streife zurückgekommen und als ich dann in mein Büro gegangen bin, da musste ich feststellen, dass schon wieder meine Lieblingstasse fehlt. Hast du etwa wieder was damit zu tun? Deine Lieblingstasse? Nein, diesmal war ich wirklich nicht versprochen. Die rühre ich nach dem letzten Mal nicht mehr an. Nicht, dass sie wieder aus Versehen kaputt geht. Aber wenn du die Tasse nicht hast, wer hat sie dann? Das ist eine gute Frage. Ich auf jeden Fall nicht. Die Tür von meinem Büro war zu. Das heißt, irgendwer ist da reingegangen, obwohl ich nicht da war. Und hat sich einfach die Tasse genommen. Oh, das ist Diebstahl und Einbruch. Und das im Polizeirevier von Pandido City. Das kann ich nicht dulden. Ich werde diesen Verbrecher finden. Oh, das klingt wirklich ernst, Toni. Darf ich dir vielleicht helfen? Ich könnte mich ja etwas umhören, so ganz unauffällig. Oh, na gut, aber sei bitte wirklich vorsichtig. Der Täter darf keinen Verdacht schöpfen, nicht dass er Beweise verschwinden lässt. Keine Sorge, ich bin doch immer vorsichtig. Ja, sei bitte noch ein bisschen vorsichtiger. Na gut, Toni, womit fangen wir an? Wir gehen jetzt auf Spurensuche. Oh ja, wie cool, wie richtige Ermittler. Officer Weasley, wir sind richtige Ermittler. Oh ja, stimmt, ich meine wie Detektive. Ah ja, so in der Art. So, na los, an die Arbeit. Nicht, dass meine Tasse schon komplett verschwunden ist. Wir finden sie, keine Sorge. Ich schaue auf allen Schreibtischen nach. Vielleicht gibt es ja irgendwo verdächtige Kaffeeflecken oder so. Ah, ich finde einfach nichts. Hoffentlich hat Officer Weasley mehr Glück. Oh nee, hier ist auch nichts. Wie eklig, warum muss ich eigentlich immer im Müll wühlen? Weg damit. Ich habe in allen Mülleimern nachgeguckt, aber nirgendwo war irgendwas Verdächtiges zu sehen. Keine Scherben, nix. Das heißt, die Tasse müsste noch intakt sein. Und irgendwer hier im Büro, der hat sie gerade. Vielleicht findet Toni sie auf irgendeinem der Schreibtische. Officer Weasley? Na, Toni, da bist du ja. Und hast du was gefunden? Nein, leider nicht. Einfach keine Spur von der Tasse. Und du? Nee, leider auch nix. Im Müll war zumindest nix. Aber das heißt ja eigentlich, dass sie schon mal nicht kaputt ist. Das stimmt, aber irgendwer hat sie geklaut. Vielleicht sollten wir mal in der Pausenküche nachgucken. Vielleicht läuft da ja irgendwer mit der Tasse rum. Oh, das kann gut sein. Na los, dann direkt dahin. Gerade machen bestimmt ein paar Leute Pause. Und der war letztes Jahr so riesig. Wir brauchten das SEK und die Hälfte aller Männer, um die Verbrecher zu schnappen. Ich weiß, Tom, ich weiß. Ich war dabei. Ach, stimmt ja. Keine blaue Tasse. Hier auch nicht. Und nein, da auch nicht. Oh Mann, was mache ich denn jetzt bloß? Ich kann den Täter doch nicht ungeschoren davonkommen lassen. Und wir lassen ihn nicht davonkommen. Irgendwo hier im Büro muss deine Tasse sein und wir finden sie. Eine Tasse? Ja, genau. Hier sind doch genug Tassen. Nimm dir einfach eine. Genau, und die Spülmaschine ist auch gerade gelaufen. Da könntest du auch einmal reingucken.
Nein, wir suchen eine bestimmte Tasse, nicht irgendeine. Wir suchen meine Tasse, die einzige blaue hier im Büro. Ja, die ist nämlich aus Tonis Büro gestohlen worden. Vorhin, als er auf Streife war. Was, wirklich? Wie gemein ist das denn? Ich hätte nicht gedacht, dass hier unter uns Diebe wären. Genau, wer würde so etwas denn tun? Das würde ich auch gerne wissen. Wir versuchen gerade den Dieb zu finden, also wenn ihr irgendwo eine blaue Tasse seht, dann sagt mir bitte Bescheid. Na klar, machen wir. So, ich muss auch schon wieder an die Arbeit. Könntet ihr bitte vom Geschirrspüler weggehen? Heute bin ich dran mit Ausräumen und jetzt muss ich mich ein wenig beeilen. Oh, na klar, kein Problem. Wir suchen dann noch weiter. Also dann, Officer Weasley, wir gehen jetzt ein Stockwerk nach unten. Alles klar, wir finden den Tätersohn, keine Sorge. So, jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen. Hey, Moment mal, das ist doch eine blaue Tasse. Tony, Tony, komm zurück, ich glaube, hier ist deine blaue Tasse. In der Spülmaschine. Was? Oh, tatsächlich, da ist ja meine Tasse. Das heißt, es hat sie wirklich jemand geklaut und um die Spur zu verwischen, dann in der Spülmaschine versteckt. Ach, diesen Fall werde ich wohl niemals aufklären können. Naja, ich hätte da vielleicht noch einen Hinweis. Oh, ein Hinweis? Immer her damit. Nun ja, ich weiß, wer die Spülmaschine heute eingeräumt hat. Vielleicht kann er dir ja weiterhelfen und sagen, wo er die Tasse her hat. Na klar, das ist ein super Hinweis. Na los, wer war's? Es war der neue Praktikant. Der war heute dran mit Einräumen. Okay, sehr gut. Und wo kann ich den finden? Ich glaube, er hat vorhin von Bea die Aufgabe bekommen, alle Blumen zu gießen. Also müsstest du ihn hier irgendwo mit einer Gießkanne in der Hand finden. Ah, perfekt. Vielen Dank. Vielleicht finde ich ja jetzt endlich heraus, wer meine Tasse geklaut hat. So, und hier auch noch. Oh, die hat ja noch genug Wasser. Wo sind hier denn noch Blumen, die ich jetzt gießen könnte? Hey, hey, du. Ja? Bist du Patrick, der Praktikant? Ja, das bin ich. Und Sie sind Toni Räuberschreck, richtig? Ja, das ist korrekt. Sag mal, du hast doch heute die Spülmaschine eingeräumt, richtig? Ja, das habe ich. Ich stand heute auf dem Plan. Ah, sehr gut. Dann weißt du vielleicht zufällig, wer die blaue Tasse eingeräumt hat. Die wurde mir nämlich heute aus meinem Büro gestohlen. Stand sie vielleicht bei irgendwem auf dem Schreibtisch? Oder hat sie dir irgendwer gegeben? Oh, die blaue Tasse. Ja, also... Die habe ich aus ihrem Büro geholt. Tut mir leid. Ich wollte das ganz gewissenhaft machen und dann habe ich alles Geschirr eingeräumt, was irgendwie rumgestanden hat. Ich habe in jedes Büro geguckt und die Tasse sah benutzt aus. Da habe ich sie einfach mitgenommen. Ich wusste nicht, dass es eine besondere Tasse ist. Das nächste Mal werde ich sie nicht einfach nehmen. Tut mir leid. Oh, ach so, dann war das Ganze also nur ein Missverständnis. Und du hast sie gar nicht genommen, um sie zu benutzen? Ich dachte, irgendjemand hätte sie gestohlen. Nein, ich habe sie nicht für mich genommen, keine Sorge. Und in Zukunft werde ich auch darauf achten. Tut mir leid. Okay, schon gut, es ist nicht weiter schlimm. Aber nimm hier in Zukunft bitte nicht irgendwelche Sachen aus den Büros, auch wenn du es gut meinst. Immer erst nachfragen. Alles klar, verstanden, Herr Räuberschreck. Alles klar, Herr Räuberschreck. Ich muss jetzt auch weiter die Pflanzen gießen. Also, bis später. Bis dann, Patrick. Oh, das ist ja ganz anders ausgegangen, als ich gedacht hätte. Hey, Tony. Oh, Officer Weasley, hallo. Und hast du den Dieb geschnappt? Naja, das Ganze war einfach nur ein Missverständnis. Der Praktikant wollte einfach nur aufräumen und hat sie deswegen mitgenommen. Oh, ach so. Also haben wir den Fall gelöst? Ja, der Fall ist gelöst. Du kannst wieder an deine normale Arbeit gehen. Okay, das hat voll Spaß gemacht. Das können wir gerne nochmal irgendwann wiederholen. Das ist eine nette kleine Abwechslung zum Alltag. Ach ja, da hast du recht. So, und ich sollte mich so langsam auch mal wieder an die Arbeit machen. Das war eine viel zu lange Pause. Hey Leute, oh Mann, ich dachte jetzt wirklich, meine Tasse wäre weg. Gut, dass wir das Ganze noch aufklären konnten. Das hätte mir jetzt aber auch keine Ruhe gelassen. Wenn ihr kein Playmobil-Polizeiabenteuer mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Klickt einfach hier oben links auf das Panda-Logo. Und noch mehr spannende Abenteuer aus Pandido City gibt es hier rechts im Bild. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.